Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Das Schwarze Auge, Schatten über Riva, wo wir in der letzten Folge unsere anfängliche Untersuchung und Befragung der Bevölkerung dieser wunderschönen Hafenstadt mehr oder weniger erstmal abgeschlossen haben und uns heute wichtigeren und dringlicheren Angelegenheiten zuwenden werden, weswegen uns ja auch Thorgrim der Starke seine Hilfe angeboten hat. Heute geht es nämlich auf den Boronsacker. Ich habe vorher nur noch eine einzige Sache, die wir erledigen müssen. Auf dem Marktplatz gab es nämlich noch ein Gebäude, das ich gestern nicht betreten konnte, weil Preios-Tag war. Und da würde ich gerne noch sehen, was das für ein Gebäude ist. Und vielleicht nebenbei, wenn wir da sind, dann in der Volksschule auch gleich nochmal gucken, ob wir da eventuell noch einen Kurs besuchen können. Bis jetzt haben wir da ja blöderweise immer nur den Hausmeister antreffen können, aber da muss doch was zu machen sein. Und ansonsten werde ich das mal im Internet recherchieren. Ich meine nämlich im Hinterkopf zu haben, dass das durchaus möglich ist, aber vielleicht erfüllen wir auch gewisse Voraussetzungen nicht, ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht komme ich auch grundsätzlich einfach immer zu den falschen Zeiten hier vorbei. Man weiß es nicht, ne? Wieder nur der Kerl. So, was ist das hier für ein Gebäude? Gemischt waren Isida Ingstrock. Naja, guten Tag. Was darf es denn sein? Könnt ihr uns ein wenig über die Stadt erzählen? Man hört immer wieder von Piraten, die auf der Insel Sorek einen Stützpunkt bezogen haben. Und glaubt ihr an eine Verschwörung zwischen Hohlbergern und Orks? Nein, das ist nur dummes Gerede. Die Leute haben sich nie um die Hohlberger gekümmert, obwohl sie nun schon so lange in der Stadt wohnen. Jetzt, wo die Orks plötzlich Krieg spielen, fangen sie an, über die Mischlinge nachzudenken. Was soll denn dabei ohne Hintergrundwissen schon herauskommen außer üblen Gerüchten? Kennt ihr Tarik? Der Mann führt alle hinters Licht. Ich wette, er gehört zu der Gilde, obwohl alle Welt glaubt, er würde für die Garde spionieren. Glaubt ihr daran, dass es eigenartige Kreaturen in der Kanalisation gibt? Die Gilde hat dort ein Versteck. Und der Rattenfänger kam bisher noch jedes Mal zurück. Also, was soll das Gerede über angebliche Ungeheuer? Was wisst ihr über die Gilde? Die Bettler, Mörder und Halsabschneider der Stadt. Sie haben schon immer zusammengehalten, wenn es darauf ankam. Dann kam Ulitscherkeil und hat den wilden Haufen stramm stehen lassen. Er mag es Gilde nennen, aber Räuberpack bleibt Räuberpack. Wisst ihr nicht noch etwas über den Handelsherrn? Nein. Okay, ist ja gut. Isida Ingstrock also. Aber nicht wirklich was im Angebot hier, ne? Oh, das erinnert mich an etwas. Isida Ingstrock. Muss ich jetzt erstmal... Hallo, Harvey. Wir wollten ja nochmal starkes Seil bei der Seilerin kaufen, ne? Und unser Seil, was wir dabei haben, dann quasi dagegen austauschen. Das würde ich zumindest gerne noch machen. Und wo war der Lehrer? Das war da hinten. Ich würde gerne Unterricht nehmen. Wieso kann ich nicht nach Unterricht fragen? In den Abendstunden. Okay, ja gut, da werde ich... Ich werde einfach mal bei Gelegenheit nachhaken. So, wenn wir jetzt gerade hier sind, schauen wir nochmal bei Quenya Sternstaub vorbei. Und auf dem Weg zum Friedhof mache ich dann nochmal Halt bei der Seilerin. Und dann geht's aber los. Ich habe euch versprochen, dass wir heute auf den Friedhof gehen. Also gehen wir heute auch auf den Friedhof. Soll ja keiner sagen, der Rio hält aber seine Versprechen nicht.
Für ein Goldstück kann ich versuchen, einen Blick in Satinavs Gefilde zu erhaschen. Ich kann euch allerdings nicht garantieren, dass das, was ich sehen werde, auch tatsächlich eintreten wird. In die Platte eines runden Tisches ist ein Pentagramm eingraviert. Quenya entzündet 5 kleine Lichter und stellt sie je in die Ecken des Pentagrammes, in dessen Mitte eine Kristallkugel ruht. Ein seltsam süßlicher Duft verbreitet sich im Raum. Die Wahrsagerin setzt sich an den Tisch, umfasst die Kugel mit den Händen und konzentriert ihren Blick darauf. Der entrückte Ausdruck in ihrem Gesicht lässt euch ahnen, dass ihre Sinne nicht mehr in dieser Sphäre weilen. Die Begegnung mit den weißen Meistern wird eure weiteren Schritte in die richtige Richtung leiten. Die Bilder waren allerdings stark verschwommen und sehr undeutlich, flüstert Quenya erschöpft. Das war jetzt die 5. Prophezeiung, ne? Von, ich glaube, 8, die wir hier holen können. So, die Seilerin war hier vorne irgendwo. Da müsste ich jetzt erstmal gucken, wie viele Seile haben wir denn überhaupt? 2. Sollte aber theoretisch reichen, oder? 2 Seile? Na, aber wenn ich es ganz genau nehme, eigentlich können wir auch jeder ein Seil mitnehmen, oder? Warte mal, wo ist denn die Seilerin? Ach, da unten. Ja, ja. Mir war doch so, dass die hier irgendwo war. Dann können wir noch mal kurz mit ihr über Tarik und die Gilde reden. Kennt ihr Tarik? Ja. Aber mit dem möchte ich lieber nichts zu tun haben. Und wisst ihr etwas über die Gilde oder den Handelsherrn? In Riva dreht sich alles nur noch um die Gilde. Nachdem ein ganzer Trupp Gardisten in den Kanälen verschwunden war, hat der Stadtrat versucht, neue Leute zu rekrutieren. Aber vor der Gilde haben alle Muffensausen. Da hat sich gerade mal einer gemeldet, um bei der Garde anzufangen. Ja, wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Inwieweit das unsere Bewegungsfähigkeit einschränkt hier. Bis jetzt geht's ja. Also mit sich rumtragen können sie es alle. Das ist doch schon mal was. Wenn wir dann später in den Sumpf gehen und alles, ist das bestimmt nicht verkehrt, das dabei zu haben. Okay, dann wären wir jetzt soweit, glaube ich. Mir würde jetzt spontan zumindest nichts anderes mehr einfallen, mit dem wir noch irgendwie Zeit verschwenden können, bevor wir uns hier ins erste Abenteuer stürzen. Der Boronsacker erwartet uns. Oh, ich liebe dieses Setting. So, dann sehen wir uns doch hier erstmal ein bisschen um. Also beziehungsweise wir reden mal als erstes mit dem Totengräber. Ja. Der Geweihte hat uns gebeten, uns ein wenig umzusehen, wegen der Untoten, die euch begegnet sind.
Ach ja, die Untoten. Nun, es ist schon geraume Zeit her und es wurden seither keine mehr gesehen. Aber schaut euch nur um, schaden kann es nicht. Achtet aber darauf, den Frieden dieses geweihten Ortes nicht zu stören. Der Borons Diener wendet sich abrupt ab. Vermutlich passt es ihm nicht, dass sich Fremde in seine Angelegenheiten einmischen. Ihr seid es. Habt ihr etwas entdeckt? Nein. Wir wollten euch eigentlich etwas fragen. Ich bin beschäftigt. Ihr kommt sicher auch alleine zurecht. Und schon ist die Tür wieder zu. Okay. Schauen wir erstmal. Was haben wir denn hier? Neben der Statue steht ein kleiner Opferstock, der dem Totengott geweiht ist. Wollt ihr auch ein Opfer bringen? Natürlich. Ihr seid im Besitz von 17.847 Silberstücken. Wie viele wollt ihr opfern? 200. Boron wird euch in Zukunft wohl etwas gnädiger gesonnen sein. Das will ich doch hoffen. So, was haben wir hier? Kaum habt ihr euch am Schloss zu schaffen gemacht, steht auch schon der Boronsdiener neben euch. Was macht ihr da? Ich habe euch geheißen, nichts anzufassen. Es kostet euch einige Mühe, dem Boronsdiener klarzumachen, dass ihr das Beinhaus von innen sehen müsst. Doch schließlich erklärt er sich bereit, die halb verrottete Tür aufzuschließen. Eboreus zieht einen Schlüssel aus der Tasche und öffnet damit die Türe. Einen Augenblick steht er starr, dann dreht er sich mit einem lauten Aufschrei um und rennt davon. Dafür, dass er täglich mit Toten umgeht, hat er ganz schön Angst vor den Knochengerippen, die gerade mit steifem Schritt auf euch zukommen. Damit haben wir den ersten Kampf. In diesem Spiel. Und soweit es mich betrifft, sind diese Animationen viel zu schnell. Man kann kaum erkennen, wie viel Schaden man macht. Das gefällt mir nicht. So, Rio stellt sich natürlich dem Skelettkrieger hier. Da werden wir gleich nochmal eingreifen, definitiv. Schon mal richtig aufs Maul hier, die Skelette. Das Skelett hat tatsächlich Chris einen Schadenspunkt gemacht? Okay, das ist krass. Kann Chris da einmal hinhasten und schafft sogar noch einen Angriff und damit ist die Sache erledigt. Victory!
Die Schwerter können wir mitnehmen und verkaufen, ne? Theoretisch. Praktisch habe ich aber, glaube ich, keinen Bedarf daran. Eine erneute Untersuchung des Beinhauses bringt euch keine neuen Erkenntnisse. Aber wir gehen jetzt mal zusammen in die Optionen. So. Besser, glaube ich. Okay, aber eindeutig scheint es ja doch ein Problem mit Untoten zu geben. Was hat denn der gute Eberreus jetzt dazu zu sagen? Nicht viel. Okay. Aber die Ursache für das Problem muss sich ja irgendwo hier auf diesem Friedhof finden lassen. Was haben wir denn hier? Der Schrein ist Marbo geweiht, der Tochter Borons. Auf dem Altar steht auch ein Opferstock. Wieder 200. Wenn wir diesen Schrein ignorieren, dann mag Boron das nämlich gar nicht. So, auf den ersten Blick fällt natürlich diese Gruft hier noch ins Auge. Der Eingang zur Gruft wird von einem massiven Gitter versperrt. Wollt ihr das Gitter öffnen? Ja, klar. Chris fummelt geraume Zeit an dem Schloss herum, bis er endlich aufgibt und die Dietriche wieder einpackt. Das Schloss kann keiner knacken, meint er niedergeschlagen. Rio betrachtet zuerst die Brechstange, dann die Gitterstäbe, die mindestens den doppelten Umfang haben. Ein metallisches Klingen ertönt, als er mit der Brechstange leicht gegen einen der Stäbe schlägt. Gehärtet, kommentiert er lakonisch und packt die Brechstange wieder ein. Astral baut sich vor dem Gitter auf und fängt an, mit den Fingern in der Luft herumzufuchteln. Dabei murmelt sie leise einige Worte. Das Gitter lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken und bleibt zu. Astral starrt finster auf das Gitter, dann stellt sie sich nochmals in Pose. Wenige Minuten später gibt sie auf. Die Gruft ist magisch versiegelt. Ich kann das Siegel nicht lösen. Nuri entdeckt hinter einem Pflanzenvorhang eine halb verwitterte, moosbewachsene Schrifttafel aus Stein. Vorsichtig zupft sie das Moos von den Schriftzeichen. Feilamia, buchstabiert Nuri mühsam. Astral gibt einen leisen Pfiff von sich. Als ihr sie daraufhin alle anstarrt, wird sie etwas verlegen, fängt sich aber sogleich wieder. Hier ruht ein Elfenvampir, verkündet sie schließlich. Deshalb ist die Gruft auch verschlossen. Interessant. Aber ansonsten gibt es hier auf diesem Friedhof nichts Interessantes mehr zu entdecken. Außer den Gräbern selbst. Natürlich. Wollt ihr das Grab untersuchen? Klar. Ihr geht einige Male um das Grab herum und betrachtet es von allen Seiten. Könnt ihr doch nichts Besonderes entdecken. Wollt ihr das Grab öffnen? Nein. Das ist wohl auch besser so. Sicher hättet ihr damit nicht nur Boron verärgert, sondern auch den Boronsdiener, der euch wohl schon seit geraumer Zeit beobachtet und nun auf euch zugelaufen kommt. Ihr werdet euch doch nicht an dem Grab vergreifen wollen. Es kostet euch einige Mühe, den Boronsdiener wieder zu beruhigen. Wütend stapft er davon. Allerdings hält er sich von nun an in einiger Entfernung, um euch von dort aus zu beobachten. Das ist natürlich ausgesprochen ungünstig, wenn wir uns hier an diesem Ort mal ein bisschen genauer umsehen wollen. So, es gibt aber nicht viele Gräber, wo wir im Zweifelsfall tatsächlich was Besonderes entdecken können. Das hier zum Beispiel. Ihr könnt nichts Besonderes erkennen. Echt? Nichts Besonderes erkennen. Das
schadet ja sicher nichts, die anderen Gräber hier auch noch zu untersuchen, oder? So viele sind es ja jetzt auch nicht. Aber, soweit es aussieht, lässt sich an diesen ganzen Gräbern hier in der Tat nichts Besonderes erkennen. Aber unsere Begegnung mit im Beinhaus hat gezeigt, irgendwas geht hier vor. Nirgendwo lässt sich etwas Besonderes erkennen. Sollte unsere Untersuchung des Buronsackers jetzt etwa schon eine Sackgasse erreicht haben? Araka schiebt Chris zur Seite, als er den Grabhügel betrachten möchte. Das ist ungewöhnlich, meint sie und starrt die Pflanze an. Der schwarze Lotus dürfte eigentlich nur in Sumpfgebieten gedeihen. Eine stark verwitterte Marmortafel trägt eine eingemeißelte Inschrift, von denen noch einige Worte zu erkennen sind. In Gedenken an Opfer der Schreckensnacht. Järgan der Magier, tapfer im Kampf, Mächte der Finsternis. Nuri umrundet den Grabhügel und nimmt hin und wieder ein Stück Erde auf. Misstrauisch betrachtet sie die Pflanze. Es dauert geraume Zeit, bis sie schließlich zu einem Urteil gekommen ist. Weiter, sagt sie bestimmt. Dieses Grab wurde nicht mehr geöffnet, seit es angelegt wurde. Und was haben wir hier? Nuri untersucht mit entnervender Bedächtigkeit den Grabhügel von allen Seiten. Dann kniet sie nieder, nimmt vorsichtig etwas Erde auf und zerbröselt sie noch bedächtiger zwischen den Fingern. Endlich richtet sie sich wieder auf und dreht sich zu euch um. Das Grab ist unversehrt. Aber da liegt ein... Eine erneute Untersuchung des Zwergengrabes bringt euch keine neuen Erkenntnisse. Tja. Nuri kniet am Grabhügel nieder, nimmt einen Erzbrocken in die Hand und zerbröselt ihn zwischen den Fingern. Zuckt zusammen, nimmt dann noch einen Klumpen und wiederholt das Spiel. Nuri atmet einmal tief durch. Dann steht sie auf und blickt euch ernst an. Das Grab müsste genauso alt sein wie die beiden anderen, meint sie mit einem langen Blick auf die Nachbargräber. Doch dafür ist die Erde viel zu locker. Nachdem ihr euch vergewissert habt, dass ihr alleine seid, nimmt Chris die Schaufel in die Hände und beginnt, den Erdhügel abzutragen. Es geht erstaunlich leicht. In nur 2 Fuß Tiefe stößt er plötzlich auf Widerstand. Geschickt legt Araka einige Holzplanken frei, die sich problemlos entfernen lassen. Darunter kommt eine dunkle Öffnung zum Vorschein, aus der eine Leiter hervorragt. Wollt ihr hinabsteigen? Natürlich. Was sollen wir denn sonst machen? Jetzt wird's nämlich erst so richtig interessant. Sieht aus wie ein Lagerraum, nicht wahr? Okay.
Okay, Belmard-Blätter hat sie nicht dabei. Das ist natürlich... Verteilen wir erstmal alles, was wir hier haben. Wer weiß, wofür es noch gut ist. Rauschgurken. Aha. Schurinknollen, Tarnelen. Nein, das ist Tonnis. Oh. Ich dachte, das sind Tarnelen. Entschuldigung. Dann... Machen wir es halt so. Dann teilen sich Araka und Nuri unseren Kräutervorrat jetzt erstmal. Araka ist ja auch diejenige, die die Kräuter sonst pflückt, ne? Also von daher ist das schon, passt das schon. Und was haben wir hier? Küssen wir mal auf. Einen weiteren starken Zaubertrank. Ein Antikrankheitselixier, sowas dabei zu haben, ist vielleicht gar nicht so dumm. Und genauso wie die Gegengifte, obwohl... Gegengifte brauchen wir eigentlich nicht durch die Gegend schleppen. Wir können ja Clarum Purum. Aber ein super Heiltrank, der schadet bestimmt nichts. Und in der dritten Truhe, was haben wir hier? Bin ja nur so ein bisschen neugierig, ne? Ein Buch. Ein Alchemie-Set, eine Kristallkugel. Was steht denn in dem Buch drin? Chris, lies mal vor. Ach so, das Buch ist leer. Na dann. Dann lege ich es mal wieder zurück. Wenn es leer ist, bringt es uns ja nicht wirklich irgendwelche neuen Erkenntnisse. Ne? Wir haben noch ein leeres Buch dabei. Aber mich würden jetzt an dieser Stelle dann ganz andere Sachen interessieren. Zum Beispiel dieses Pentagramm hier. Auf die Wand wurde ein rotes Pentagramm gemalt. Wollt ihr euch den Wandschmuck genauer ansehen? Aber natürlich. Es wurde sicher noch etwas beigemischt, um diesen dunklen Farbton zu erzielen. Aber der wesentliche Bestandteil der Farbmischung dürfte Blut sein. Ah, jetzt. Ja. Diese Wand ist mit einem Amulett verziert. Im Gegensatz zu den Pentagrammen ist das Symbol nicht aufgemalt, sondern an der Wand befestigt. Wollt ihr das Amulett an euch nehmen? Klar. Da ist nichts zu machen. Wenn ihr den Nagel herausziehen wollt, ohne das Amulett zu beschädigen, benötigt ihr eine Zange. Gut. Dann behalten wir das hier an dieser Stelle halt soweit erstmal im Hinterkopf und kommen wieder, wenn wir eine Zange gefunden haben. So einfach lasse ich mich ja jetzt auch nicht aufhalten, ne? Das ist eine sehr ausgedehnte Gruft. Mich graust ein bisschen davor, was wir hier eventuell noch entdecken. Was zum Beispiel verbirgt sich denn hinter dieser Tür? Der Raum wird von einem Golem bewacht, der euch sofort angreift. Holla die Waldfee. Ein waschechter Golem. Das ist langsam, echt.
Finde ich immer noch sehr schwer. Sehr schnell eigentlich. Zumindest im Vergleich zu dem, was ich gewohnt bin. Der macht ja affenartigen Schaden, dieser Golem, wa? Wenn er sogar Rio und Chris Schaden machen kann, seinen normalen Angriffen, das ist schon heftig. Heieieiei, aber wer sollte denn hier unten Räume voller Leichen von einem Golem bewachen lassen? Das stinkt doch geradezu nach schwarzer Magie. Und ich mache mir ein paar Sorgen darüber, welche dunklen und unheilvollen Geheimnisse wir eventuell noch an diesem düsteren Ort entdecken werden. In der nächsten Folge von Schatten über Riva. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.